Dann Martin Schwab, Professor Martin Schwab. Hallo Karlsruhe! Erstmal voll die Rückkopplung hier. Ich habe meinen Vortrag heute gestellt unter das Thema Stefan Habart und die Krise des Bundesverfassungsgerichts. Und nicht wundern, das Ganze beginnt jetzt ein bisschen nostalgisch. Warum? Ergibt sich aus dem Duktus meines Vortrags. Lieber Stefan, die Organisatoren dieser Demonstration haben mir berichtet, dass vermutlich alle Beschäftigten des Bundesverfassungsgerichts für heute frei bekommen haben und niemand da sein wird. Auch du bist vermutlich nicht hier im Gebäude, vielleicht noch nicht einmal hier in der Stadt. Ich finde das sehr schade, denn ich hätte dir gerne dasjenige ins Gesicht gesagt, was ich nun in deiner Abwesenheit vortragen muss. Beobachter werden sich nun fragen, warum ich dich, der du als Präsident des Bundesverfassungsgerichts, eines der höchsten Ämter im Staat innehast, so persönlich anspreche. Nun, wir kennen uns persönlich, wir haben im selben Jahr an derselben Universität promoviert und haben sogar denselben Doktorvater. An einem brütend heißen Sommertag im Juli 1998 nahmen wir in der ehrwürdigen alten Aula der Universität Heidelberg unsere Promotionsurkunden entgegen. Wir sind auch im Folgenden öfter mal zusammengetroffen, immer nämlich dann, wenn unser verehrter Lehrer Peter Hommelhoff die Schar seiner Schülerinnen und Schüler zu wissenschaftlichen Gedankenaustausch zusammentrommelte. Ich hatte in den ganzen Jahren immer einen positiven Eindruck von dir. Im persönlichen Umgang wirktest du bodenständig und unprätentiös. Du hast dich in Diskussionen nie in den Vordergrund gedrängt und wenn du etwas sagtest, mit besonnenen Wortbeiträgen geglänzt. An deiner juristischen Qualifikation besteht bei alledem kein Zweifel. Ich habe exzellente juristische Texte von dir im Bereich des Gesellschaftsrechts gelesen. Du bist bestimmt auch ein hervorragender Anwalt. Deine Berufung an das Bundesverfassungsgericht wäre zwar vermutlich ohne parteipolitische Affinität nicht möglich gewesen, aber man kann dir sicher nicht vorwerfen, du wärst hier nur als Parteisoldat reingekommen. Nein, du hättest dich auch in einem parteipolitisch neutralen Verfahren ohne weiteres durchgesetzt bei der Personalauswahl. Du könntest auch ein ganz hervorragender Verfassungsrichter sein, aber du bist es leider nicht. Irgendwas, ja, näher ran. Wenn ich zu nah rankomme, dann macht das immer so Knall und singst, okay, ja, egal. Also wenn ich bei Karaoke singen musste, der DJ, wenn ich ans Mikro kam, immer die Lautstärke runterregeln, weil sonst die ganze Anlage zerbarst. Also, ich habe halt so eine Stimme, ich mache die Vorlesung auch dann noch weiter, wenn im Audimax das Mikrofon ausfällt, aber egal. Ne? So, das möchte ich ganz gerne anhand einiger jüngerer Urteile illustrieren. Fangen wir an mit Bundesnotbremse 1 und 2. Tja, was ist der Grundfehler dieser Entscheidung? Der Grundfehler ist, dass ihr als Bundesverfassungsgericht eure vornehmste Aufgabe, nämlich die Exekutive zu kontrollieren, verweigert habt. Ihr habt alle... Ihr habt alle möglichen Fragen gestellt, ihr habt sie Experten gestellt, komischerweise denselben, die auch die Bundesregierung beraten, war schon im Verfahren ein großer Fehler. Tja, und dann war das ganze Verfahren von Anfang an verkorkst, tja, weil du zusammen mit der Kollegin Susanne Bär dich von der Bundeskanzlerin hast zum Essen einladen lassen und dann... Bei dieser Gelegenheit ging es um einen Impulsvortrag von Frau Bär zum Thema Entscheidung unter Unsicherheiten. Das ist ja das, was uns immer gesagt wird. Wir haben ein dynamisches Infektionsgeschehen. Wir wissen überhaupt nicht, was morgen kommt. Und jeden Tag könnt ihr die Hölle ausbrechen. Also, eindeutig einschlägig für ein anhängiges Verfahren. So, gleichzeitig erfährt man, na, es wird ja ohne mündliche Verhandlungen entschieden. Was bedeutet das?
privilegiertes rechtliches Gehör für die Bundesregierung, reduziertes rechtliches Gehör für die Beschwerdeführer. Ein glasklarer Fall von Besorgnis und Befangenheit. Klarer geht's überhaupt nicht. Nee, was macht dein Senat zum Glück ohne deine Mitwirkung? Wenigstens so viel Anstand habt ihr noch gehabt. Ja, nö, erstmal werden sämtliche befangenheitsbegründende Umstände erstmal einzeln für sich abgefrühstückt. Ist schon ein Fehler, es kommt auf die Gesamtschau an. Ja? Und dann wird eben gesagt, wieso denn, was wagt ihr denn hier zu misstrauen? Unsicherheit hast du in allen möglichen Verfahren, beim Klimaschutz, bei der Vollverzinsung, schieß mich tot. Wagt es nicht zu misstrauen. Doch, das Grundgesetz hat mit seiner Gewaltenteilung das Prinzip, dass man staatlicher Macht erstmal misstrauen darf und muss, in seine DNA eingenäht. In der Hauptsacheentscheidung sieht es kein Deut besser aus. Ihr habt alle möglichen Fragen gestellt, welche anderen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung stehen denn zur Verfügung. Ihr habt aber nie einen Versuch unternommen, die Pandemieerzählung selber in Frage zu stellen. Man hört nur, ja, dafür habe man doch durch das Robert-Koch-Institut schon institutionell Sorge getragen, dass das anständig gemacht wird. Klappe zu, Affe tot. Nein, Leute. Man kann jetzt eines sagen, richterliche Kontrolldichte, das ist ja Gegenstand spätestens der Vorlesung im allgemeinen Verwaltungsrecht. Da gibt es durchaus Fälle, in denen man die Entscheidung der Exekutive in besonders komplexen Fällen ein bisschen zurückfährt. Ich habe aber noch nie gesehen, dass man die Kontrolle der Exekutive komplett sein lässt. Das ist mir völlig neu. Und ihr werdet sicherlich, ich kann euch nicht abverlangen, dass ihr merkt, ob das Robert-Koch-Institut irrt. Ich kann euch aber abverlangen, dass ihr merkt, ob es lügt. Ja? Und dann hätte ein Blick ins epidemiologische Bulletin Nummer 39 aus 2020, Seite 5, rechte Spalte unten genügt. Ein Aufsatz beginnt auf Seite 3, endet auf Seite 11 mit der Autorenzeile. Und wer steht da drin? Lothar Wieler. Und was steht auf Seite 5, rechte Spalte unten? Ach, Wochen nach überstandener Infektion ist das Virus noch im Abstrich nachweisbar. Dann vermehrt sich aber nichts mehr. Paragraph 2 Nummer 2 Infektionsschutzgesetz definiert aber doch die Infektion als Aufnahme eines Krankheitserregers und dessen Vermehrung im menschlichen Körper. Was will man damit sagen? Herr Wieler weiß ganz genau, das, was da Wochen nachher abgestrichen wird, ist nur noch der Müll von der letzten Party. Ja. Das Robert-Koch-Institut weiß, dass ein PCR-Test keine Infektion nachweist. Die ganzen anderen Fehlerquellen braucht man da gar nicht benennen, wir kennen sie alle. Und ihr im Bundesverfassungsgericht könntet sie auch kennen, wenn ihr euch mal damit beschäftigt hättet. Mit dreisten Lügen in die Welt gesetzt wurde ferner das Narrativ, dass der Mensch ein Virus, einen akuten Atemwegserreger, symptomlos auf andere übertragen kann. Symptomlos krank! Für mich, also. Auch das war mit offensichtlichen Lügen in die Welt gesetzt worden, die jeder nachlesen kann, der ein bisschen englische Texte versteht. Und daraus wird dann abgeleitet, eine Prämisse, die ihr nicht offen aussprecht, die aber unausgesprochen eure Bundesnotbremseentscheidung und auch allem anderen zugrunde legt. Der Mensch ist, indem er existiert und ausatmet, eine Gefahr.
Wenn das nicht gegen die Menschenwürde verstößt, was denn dann? Das Schlimme ist, dieses Narrativ übertragt ihr in der Bundesnotbremse 2 Entscheidung auch auf die Kinder. Ja, wir mussten die Schulen schließen, es gab ja noch keinen Impfstoff und wenig Therapiemöglichkeiten. Und ja, die Kinder sind vielleicht keine Pandemietreiber, aber auch sie könnten ja Lehrkräfte und ihr familiäres Umfeld anstecken. Ihr macht Kinder für die Gesundheit Erwachsener verantwortlich. Wie tief muss Deutschland gesunken sein, dass wir da gelandet sind? Dieser Inzidenzwert hätte auch nie euren Segen bekommen dürfen. Ist doch klar, dass der beliebig manipulierbar ist. Auch da hättet ihr eure Kontrollaufgabe wahrnehmen müssen, anstatt diesen Unfug zu schlucken. Tja. Und bei den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, da setzt sich dieser Menschenwürdeverstoß fort, weil er jeder gefährlich ist, soll er gefälligst zu Hause bleiben. Und das soll auch nicht meine Freiheitsentziehung sein im Sinne von Artikel 104. Ich fasse es nicht. Ja. Zweites Beispiel, einrichtungsbezogene Impfpflicht. Da mache ich es ganz kurz, weil Christian das Nötige gesagt hat. Stefan, stell dir vor, du bist Arzt, hast gerade mit 1 Million Bankschulden eine Praxis aufgebaut. Ja? Und jetzt heißt es, tut uns leid, darfst hier nicht weiterarbeiten. Und du schreibst in deine Entscheidung rein, ja scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr, es sind wirtschaftliche Nachteile, zählt alles nicht. Impfung oder Insolvenz, und das juckt euch nicht? Und dabei hättet ihr die Sache ganz einfach abfrühstücken können. Wenn ich unter so einem existenzbedrohenden Druck stehe, Impfung oder raus aus dem Job, Impfung oder Pleite, dann kann ich in eine Impfung überhaupt nicht mehr wirksam einwilligen, dann kann ich kein Arzt der Welt mehr rechtmäßig impfen. Und damit wäre der Fall erledigt gewesen, auch in der Hauptsache. Nächstes Beispiel, Corona-Spaziergänge. Wenn die unangemeldet sind, dann dürfen die verboten werden. So haben es die Fachgerichte entschieden und irgendwann landete das Ganze als Eilantrag bei euch und ihr wusstet ganz genau. Ja, wenn ihr das hier bestätigt, können diese Spaziergänge auf absehbare Zeit, bis irgendwann in der Hauptsache mal entschieden wird, nicht legal stattfinden. Aber auch hier habt ihr gesagt, dieses Verbot ist verfassungskonform, denn es geht ja um den Schutz von Leben und Gesundheit. Wieder der Fehler, der Mensch ist, indem er existiert und ausatmet, eine Gefahr für die Gesundheit. Den Unterschied zwischen Gefahr und Risiko, den wir seit Jahrzehnten im öffentlichen Recht hochhalten, habt ihr offensichtlich nicht verstanden. Und bitte die Ordner da nochmal ein bisschen sich zu verteilen, zu schauen. Und die einfach zusammenstehen, einfach eine Maske auf und gut ist. Und dann schauen wir uns das nochmal an und dann gucke ich mal, was die Polizei dazu sagt. Vielen, vielen Dank. Und das ist fast schon die geniale Überleitung zum nächsten Teil. Ich habe zu den Spaziergängen nämlich noch etwas zu sagen. Es sei ja erfahrungsgemäß so, dass die Leute, die auf diesen Spaziergängen sind, diese Corona-Maßnahmen kritisch sehen. Und weil sie die kritisch sehen, halten sie sich auch nicht daran. Insbesondere nicht an Abstand und Masken. Dazu zwei Dinge.
Wenn ich gegen Corona-Maßnahmen demonstriere, demonstriere ich auch immer gegen Maskenpflicht. Ich stelle mir jetzt gerade mal vor, ich würde gegen die Tabakindustrie demonstrieren und es stünde als Auflage für die Versammlung, alle müssen die ganze Zeit rauchen. Was will ich damit sagen? Maskenpflicht auf einer Demo gegen Corona-Maßnahmen gefährdet natürlich irgendwo die Kommunikationsziele. So, jetzt ist es aber so, jetzt wird man sagen, aber die Masken, die dienen doch dem Gesundheitsschutz, während Rauchen gesundheitsschädlich ist. Stefan, guck doch mal, was es für schöne Studien gibt, peer-reviewed in anerkannten Journals. Masken führen zu CO2-Rückatmung, Sauerstoffuntersättigung, Hyperkapnie, alles mögliche, Einatmen von Keimen, Nanopartikeln, Mikropartikeln. Masken machen krank? Das ist leider so. So. Wir müssen uns leider trotzdem hier dran halten. Ja. Aber es ist ein Widerspruch in sich, ja, dass man hier nicht anderer Meinung sein darf, auch was die Risikobewertung anbelangt, ohne im tatsächlichen Lebensvollzug aber die Risikobewertung der Bundesregierung mitzutragen. Ein merkwürdiges Paradoxon. Gehen wir in den nächsten Themenkreis. 2G im Bundestag. Jetzt kommen wir zu einem... ja. Was war passiert? Es gab eine Gedenkstunde zur Erinnerung an die Opfer der Nazizeit. Und vorher hatte aber die Bundestagspräsidentin verfügt, Zutritt zu Veranstaltungen und Sitzungen des Bundestags, und zwar egal, ob das eine Gedenkstunde ist oder eine Plenarsitzung oder eine Ausschusssitzung, gibt's ab sofort nur mit 2G++. Also, geimpft, genesen und außerdem zusätzlichen negativer PCR-Test. Wer keine Impfung hat, kommt in diese Gedenkstunde nicht mit rein, die für die deutsche Erinnerungskultur ja unglaublich wichtig ist, das sollte man eigentlich einfach runterspielen. Der darf nicht mit debattieren, der darf nicht mit abstimmen. Ich hatte gehofft, wenigstens hier grätscht ihr mal dazwischen. Nein, diese Anträge seien bereits unzulässig, weil ja nicht einmal dargelegt sei, dass die Abgeordneten und die Fraktionen, die da als Beschwerdeführer auftraten, hier besonders schwerwiegende Nachteile zu gewärtigen hätten. Leute, das ist der falsche Ansatz. Wenn Abgeordnete, die demokratisch gewählt sind, an ihrer Mandatsausübung gehindert sind, heißt es, der Teil des Volkes, der diese Abgeordneten vertreten hat, ist in dieser Sitzung, in dieser Gedenkfeier nicht vertreten. Ein Teil des Volkswillens wird ausradiert mit diesem 2G++. Das ist der schwerende Nachteil. Mit welchem Recht verhindert die Bundespräsidentin gewählte Abgeordnete daran, ihr Mandat auszuüben? Also, und dabei, es ist natürlich Geheimnis, das war die AfD-Fraktion, das waren Abgeordnete der AfD, die sind überhaupt nicht meine politische Heimat. Ich bin aber überzeugter Demokrat und als Demokrat werde ich mich dafür einsetzen, dass die, die gewählt sind, auch ihren Job machen dürfen. Verdammt nochmal, egal von welcher Partei. Das ist ein ganz klarer Fall. Im Grundgesetz, dem Grundgesetz sind Abgeordnete zweiter Klasse fremd. Es gibt auch kein Abgeordnetenmandat unter Impfvorbehalt. Also in meinen Augen ist mit dieser Entscheidung der Bundespräsidentin die Grenze zu Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4 überschritten. Wer das anordnet und auch wer das durchwinkt, unternimmt es, unsere Demokratie zu beseitigen. Ich habe mich lange mit dem 20-4 zurückgehalten, aber jetzt ist das Maß voll. Aber es gibt noch einen weiteren Tiefpunkt, Stefan, und den hast du ganz alleine zu verantworten.
Ich war im Dezember auf der Tagung der Anwälte für Aufklärung in Hessen. Da raunte auf einmal die Nachricht durch die Runde: Jetzt ist auch 2G++ beim Bundesverfassungsgericht. Gilt auch für Anwälte und Verfahrensbeteiligte. Leute, ist mittlerweile wieder zurückgenommen worden, mittlerweile steht da wieder 3G. Aber es stand mal in einer Anordnung, die du, Stefan, als Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Ausübung deines Hausrechts unterzeichnet hattest. Rechtes Gehör nur noch unter Impfvorbehalt. Die Signalwirkung von diesen 2G++-Entscheidungen im Bundestag, im Bundesverfassungsgericht ist fatal. Die Botschaft lautet, Ungeimpfte gehören gar nicht mehr dazu. Leute, das darf in einer Demokratie, in einer freiheitlichen Demokratie nicht passieren. So. Ich komme. Als du, Stefan, vor wenigen Jahren an das Bundesverfassungsgericht berufen wurdest, wurde bereits Kritik laut, weil einige daran zweifelten, ob du wirklich in der Lage sein würdest, den Übergang vom rechtlichen Berater großer Unternehmen zum Hüter unserer Verfassung zu schaffen. Ich habe damals nicht in diese Kritik eingestimmt, ganz im Gegenteil, habe ich dich damals noch in Schutz genommen, wenn Verbraucheranwälte in meinem Beisein deine Berufung ans Bundesverfassungsgericht kritisierten. Heute sehe ich das leider anders. Heute scheint es mir, als hättest du weder den Sprung vom Fürsprecher großer Konzerne zum Volksvertreter, noch den Sprung vom Tagespolitiker zum Verfassungshüter geschafft. Unter deiner Leitung schützt das Bundesverfassungsgericht nicht etwa unsere Grundrechte vor einer übergriffigen Regierung, sondern umgekehrt eine übergriffige Regierung vor den Grundrechten. Ich hätte nie geglaubt, dass du, Stefan, dich für sowas hergibst. Und ich muss mich leider auch in der Summe dem Petitum von Christian anschließen. Stefan, du bist als Bundesverfassungsrichter und erst recht als Bundesverfassungsgerichtspräsident nicht länger tragbar und deine ganzen Kolleginnen und Kollegen aus dem ersten Senat auch nicht. Und etliche, die im zweiten Senat sitzen, nämlich jene, die dieses 2G++ dadurch gewunken haben, auch nicht. Ich frage mich, welches Licht des Rechtsstaats glimmt denn hier überhaupt noch in diesem Gebäude? Es tut mir sehr weh, das sagen zu müssen. Ich wünsche mir die Zeit unserer Promotionsfeier zurück. Da war die Welt wenigstens noch so ein bisschen in Ordnung. Heute ist unsere Gesellschaft nicht nur krank, heute ist sie gespalten und zersetzt. Schuld daran ist eine perfide Medienpropaganda. Und wir werden uns so ein bisschen auch die Journalisten der alten Medien vorknöpfen müssen. Nicht mit Gewalt, sondern indem wir immer mehr kritisch deren Berichterstattung analysieren und die Verwerflichkeit hinter dieser gesellschaftszersetzenden Propaganda offenlegen. Und wenn ich von Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4 spreche, spreche ich nicht von Gewalt, ganz im Gegenteil. Was sich unsere Politiker nach meinem Eindruck am meisten wünschen, sind Fernsehbilder mit so bösen, gewaltbereiten Corona-Leugnern. Den Gefallen tun wir denen nicht! Wir müssen die Wende schaffen, raus aus diesem Corona-Maßnahmenregime. Wir Juristen alleine schaffen es nicht. Wir alle, die wir gegen diesen Mist sind, müssen unsere PS auf die Straße bringen. Wir müssen die
Wende schaffen, und zwar friedlich. Damit schließe ich meine Rede. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Und jetzt Bühne frei für den Nächsten. Vielen herzlichen Dank.